Liebe SWN-Zuschauer, also heute waren wir mal an der Gudermann-Promenade in Schweinfurt und haben uns da mal umgeschaut. Nachdem es ja keinen Mähdampfer mehr gibt, wollten wir doch mal schauen, was gibt's da Neues. Und es gibt tatsächlich Neues. Man kann ja an der Gudermann-Promenade Boote leihen. Ob mit oder ohne Führerschein, für jeden ist da was im Angebot. Und heute haben wir gesagt, ich schaue mich mal um und schaue mir diesen Verleih mal an. Und schauen wir mal an, wie das ist, wie das so zugeht, was es kostet und wie diese Boote so auf dem Main ausgestattet sind und wie sie sich fahren lassen. Also, ich habe mal ausprobiert, diesen Bootsverleih, und bin mit einem Boot, mal den Main hinaufgefahren. Wir haben uns erkundigt über die Konditionen, über den Mietpreis und alles, was man so wissen muss, wenn man so ein Boot ausleihen möchte. Und schaut euch den Film an. Gibt viele Infos, viel Spaß und habt einfach Spaß an diesem Film. Freut euch darüber, dass in Schweinfurt wieder mal etwas Neues entstanden ist. Also ich bin immer wieder froh, wenn irgendjemand in Schweinfurt sich etwas Neues einfallen lässt. So, liebe SWN-Freunde, also heute sind wir mal unterwegs hier auf dem Main. Und mir ging mal vorgeführt, wie das ist, wenn man sich ein Boot auf dem Main leiht. Und da ist mein Kapitän, der mich über den Main fährt. Man kann also auch selber fahren, also man muss nicht sich fahren lassen, sondern man kann auch selber fahren. Das ist also das Boot. Mit Verdeck, allem drum und dran. Ja, jetzt nachdem wir nichts mehr das große Boot hier stehen haben, das große Schiff, das mein Schiff, wie hat es wieder geheißen, ich weiß gar nicht. Weißt du noch, wie das heißt? Das weiß ich auch nichts mehr. Mähdampfer. Der Mähdampfer halt, ja. Der nichts mehr da ist. Schaut rum. Und das ist ja eine Alternative, wenn man einen Tag mit der Familie auf dem Main verbringen möchte. Und kann man also selber fahren, nimmt sich was, ein Brotsatz mit oder irgendwas. Und dann geht's los. Fahren wir also auf die Mainbrücke zu. Da hinten ist ein großes Schiff. Also es ist schon schön, gell, immer so auf dem Main rum zu fahren. So, kannst du dich kurz mal vorstellen für unsere Fernsehzuschauer? Ich bin der Michael. Ich mache bei Main Yacht mit. Ich gebe die Boote raus und mache die technische Einweisung. Ja. Es gibt ja Boote, die darf man auf dem Main fahren mit 15 PS oder so. Was muss man denn da beachten oder da kannst du mir irgendwas erzählen dazu? Also zu beachten ist eigentlich die klaren Vorfahrtsregeln auf dem Main. Jeder, der keinen Führer schon hat, bekommt von uns eine theoretische und eine praktische Einweisung auf dem Boot, auf dem Wasser, wie das Boot reagiert und wie man sich verhalten muss auf dem Main. Ja. Wie schnell fährt denn so ein Boot mit 15 PS? Mit 15 PS circa 15 km/h stromabwärts. Mhm. Das reicht eigentlich, oder? Das reicht vollkommen. Ich sage immer 2-Stunden-Tour, einmal bis Ottendorf-Schleuse und wieder zurück kommt man locker hin. Also gut. Also dann fahren wir los, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt das Boot mit Führerschein, also mit 40 PS. Das ist natürlich etwas flotter. Natürlich ab, gell? Aber Leute, dafür braucht ihr einen Führerschein, wenn ihr das fahren wollt. Den kann man natürlich bei euch auch machen, gell? Den Führerschein kann man auch den machen. Den kann man bei der Fahrschule Dietz machen. Das ist praktisch unsere Nachbarin an der Gudermann-Promenade. Ja. Und da kann man jederzeit sich melden. Und da kann man dann den Binnenführerschein oder auch gleich den fürs See, also fürs Meer, gleich mitmachen. Prima. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Schiff, die Swiss Perl oder wie sagt man? Sehr ähnlich, gell? Komm, Michael, das macht aber Spaß, oder? Ja, das ist zur Höchstgeschwindigkeit ca. 50-60 km/h. Merkt man, wir haben ganz schön durchgerüttelt. Wie bitte? Da wird man ganz schön durchgerüttelt. Ja, wir haben heute einen leichten Wellengang durch den Wind.
Aber das ist ja nichts Schlimmes, wenn man seetauglich ist. Ja, macht schon Spaß, gell? Und du hast selber auch ein Boot? Ja, ich habe selber an der Gudermann-Promenade mein Privatboot liegen. Also Leute, wenn der Bratrumming jetzt keine Schwimmweste anhat, dann normalerweise die Gäste natürlich Schwimmwesten an. Es ist so, bei Kindern müssen Schwimmwesten anziehen bis 14 Jahren, bei Erwachsenen müssen wir sie mitgeben, die Schwimmwesten. Also ich habe einen Rettungsschwimmer, also ich komme zurecht. Wir haben immer Schwimmwesten an Bord, geben alles mit, genauso wie ein Rettungsring. Alles dabei. Alles dabei, die komplette Sicherheitsausrüstung, was man braucht. Also braucht man keine Angst haben, gell? Man kann also natürlich schon, nicht. Ja. Und der Main ist ja auch nicht so breit, also der Not käme ja auch zu Fuß rüber. Das sieht man, hier kann man sich auch mal hinlegen. Das Verdeck kann man aufmachen. Da kann man ganz gerade die Sonne genießen, auch hier. Aber ich denke, wenn die Sonne recht scheint, ist es ganz gut, wenn man Verdeck drauf hat, gell? Und wie viele Leute passen da rein? Also die Boote sind jetzt für 6 Personen. Ja. Sind für 8 Personen zugelassen. Wir haben es aber limitiert auf 6 Personen, weil mit 8 Personen wird es einfach zu eng hier drin. Auch sicherheitstechnisch ist es mit 6 Personen dann wesentlich. Ist ausgereizt dann. Ausgereizt. Ja, kann ich mir auch schwer vorstellen, wenn man dann noch was essen will. Oder Brotzeit machen will. Für nächstes Jahr haben wir geplant, ein größeres Boot für 10 Personen dann noch an die Gudermann-Promenade zu legen, auch wenn dann größere Familien oder 2 Familien mal zusammenfahren wollen. Das funktioniert dann auch. Das funktioniert dann auch. Ist das eigentlich einmal denkbar, dass irgendwann mal auf dem Main auch so Hausboote fahren, wie in Brandenburg oder so? Denkbar wäre es, ich sehe es bloß kritisch mit der Berufsschifffahrt. Ja. Weil die Hausboote dann doch von der Manövrierfähigkeit sehr schlecht sind, weil sie sind viereckig, einfach, es ist ein Klumpen auf dem Wasser. Machbar wäre es bestimmt, müsste man dann abklären mit den Auflagen. Da gäbe es wahrscheinlich mehr Probleme dann. Ne? Ja. Ja, nee, das sollen sie da mit einem kleinen Boot, das reicht auch. Da kommt uns übrigens ein Mietboot entgegen, wo eine Familie gemietet hat. Das haben wir drauf. Immer wieder besuchen wir große Schiffe mit Passagieren drauf, Schweinfurt, die hier dann anlegen. So, da sehen wir jetzt auch die Jugendherberge da hinten. Also ist das nicht schön, Leute, wenn ihr mal Lust habt, ein Boot zu mieten. Wo kann man es denn überhaupt mieten? Also man kann es mieten, entweder direkt telefonisch oder auf meinjacht.de. Im Internet? Im Internet. Und da kann man es direkt dann buchen? Da kann man direkt buchen, da kann man direkt bezahlen, wenn man vorab möchte. Da ist auch noch mal alles beschrieben, wie groß sind die Boote, welche sind führerscheinfrei, welche sind nicht führerscheinfrei. Da ist alles ganz genau aufgegliedert. Am 16. und 17. Juli hat die Firma Mainjacht am Maincar an der Gudermann-Promenade dann Infotage, 2 Infotage. Und da könnt ihr euch dann informieren, selber mal hingehen, selber mal schauen, wie das abgeht. So, Alof, vielleicht können Sie sich kurz mal für unsere Fernsehzuschauer vorstellen. Ja, ich bin Jeanette Ernst. Ich bin eine der Kollegen oder ich gehöre einfach zum Team Mainjacht. Wir sind im April hier gestartet an der schönen Gudermann-Promenade und vermieten hier unsere Mainjachten. Wenn man jetzt so ein Boot leihen möchte, was kostet denn so ein Boot und wie sind die Bedingungen? Also, das ist ganz einfach. Wir haben ja auf unserer Internetseite ganz viele Informationen dazu, auf www.meinjacht.de. So ein Boot kann man schon mieten ab 59 Euro in der Stunde. Und wir haben ganz viele verschiedene Tarife. Es gibt einmal die kleine Ausfahrt, da kann man Boote von 2 bis 4 Stunden mieten. Die Genießerfahrt, das wäre dann von 5 bis 7 Stunden. Oder für die ganz individuelle Reise wäre dann ab 10 Stunden möglich. Also quasi dann ganz täglich. Und das findet man dann alles im Internet oder einfach per Telefon. Wir beraten unsere Kunden immer gerne und haben natürlich dann auch Preisabstufungen. Also wir fangen an mit 59 Euro in der Stunde und dann ab der 5. Stunde kostet die Stunde nur noch 49 Euro.
Brotzeit und so darf man alles mitbringen? Das darf man alles mitbringen. Wir sagen ja, wir haben hier so unsere kleinen Picknickboote und alles, was das Herz begehrt, kann man natürlich mitbringen. Das Einzige, was noch nicht möglich ist, aber da überlegen wir gerade noch an einer Variante, dass man einfach kein offenes Feuer machen darf. Aber es gibt ja schon so kleine Einweggrills oder solche Picknick-Campinggrills. Da überlegen wir für die nächste Saison, ob wir sowas dann noch mit bereitstellen. Gibt es denn eine Altersbeschränkung? Altersbeschränkung gibt es überhaupt nicht. Also von 0 bis 100 ist jeder herzlich willkommen. Was der Kapitän muss natürlich wahrscheinlich nüchtern bleiben. Der Kapitän muss immer nüchtern sein und alle, die natürlich ans Steuer wollen, müssen auch nüchtern sein. Wie sind denn auf die Idee gekommen mit dem Bootsverleih? Gibt's ja, weit und breit gibt es ja keinen. Ja, genau. Das haben wir letztes Jahr festgestellt. Also wir sind selber leidenschaftliche Bootsfahrer, haben hier an der Promenade unser eigenes Boot liegen und haben festgestellt, dass ein ganzer Bereich des Kais einfach ungenutzt liegt und haben dann bei der Stadt Schweinfurt angefragt, ob da Sachen geplant sind oder ob man das vielleicht mieten könnte, haben uns dann so einem Bewerberverfahren gestellt und sind dann ausgewählt worden und haben dann die Kaimauer gepachtet. Und dann haben wir uns natürlich vorher natürlich ein bisschen umgeschaut, gibt es sowas schon oder wird sowas hier in der Nähe betrieben, einfach weil ja die Stadt Schweinfurt ganz viel Potenzial hat, was einfach aus unserer Sicht noch nicht genutzt wird, haben wir gedacht, wir fangen an der Stelle an, bieten vielleicht allen Schweinfurtern und natürlich auch den Besuchern der Stadt hier so einen ganz kleinen Mehrwert, indem sie die schönen Seiten von der Wasserseite aus, die Schweinfurt zu bieten hat, einfach bewundern und bestaunen können. Das war eine gute Idee und was, liebe Schweinfurter, was können wir aus diesem Main-Kai noch alles machen? Und da, ich glaube, da fallet Ihnen bestimmt noch einiges ein, gell? Ja, absolut. Also die nächsten Ideen, wie gesagt, für die nächste Saison laufen schon die Vorbereitungen bei uns, weil wir festgestellt haben, dass die Schweinfurter und auch die Besucher der Stadt wirklich auf unser Angebot sehr gut ansprechen. Also wir sind rege ausgebucht, freuen uns natürlich über jeden weiteren Besucher und Mieter unserer Mainjachten und haben für nächstes Jahr schon das ein oder andere geplant. Na, da bin ich gespannt. Da komme ich, wenn da was Neues da ist, ja, da bin ich da und gucke mir das an. Sehr gerne. Also gut, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Mit Ihrer Yacht. Vielen Dank. So, jetzt zum Schluss einfach nur noch ein paar Spaßbilder. Zum Abschluss schaut es euch an. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, am 16. und 17. an der Gudermann-Promenade könnt ihr euch selber informieren über die Bedingungen und könnt vielleicht auch mal Probe fahren, mal mitfahren. Also mir hat es gefallen und war ein wunderschöner Tag hier auf dem Main.